hier machen, ist georgische Chapuri. Das heißt gefülltes Brot und geht ganz, ganz einfach mit dem leichtesten Hefeteig überhaupt. Das sind hier 4 Kilo Mehl und der Teig wurde ganz einfach aus Hefe, Wasser, Salz und Mehl gemacht. Und ein bisschen Backpulver. Die Füllung ist beliebig, aber es gibt so klassische Sachen, die man reinmacht. Zum Beispiel, heute machen wir Kochojam, das bedeutet Zwiebeln gefüllte Chapuri. Und hier haben wir ganz viel Zwiebeln. Die sind so da drunter, man sieht sie nicht. Kuhkäse, viele Kräuter, darunter Petersilie, Koriander und Dill. Ja? Und Knoblauch und Eier. Ja, und jetzt lasse ich noch den Teig für eine halbe Stunde aufgehen und dann geht's weiter. Jetzt füllen wir unsere zukünftigen Chapuri mit der Füllung auf. Es ist sehr schön dünn. Hat Harry super ausgerollt. Und hier kommt unsere Mischung aus Zwiebeln, Käse, Kräutern und Eiern. Schmieren wir so gut wie möglich. So, gleichmäßig. Wenn man zu viel reinpackt, dann kann es sein, dass das Chapuri kaputt geht. Aber wenn man zu wenig reinmacht, dann ist es zu brotig und langweilig. Deswegen muss man ein goldenes Maß finden. Und jetzt ziehen wir den Teig zusammen von den Rändern zur Mitte und kleben ihn immer wieder so. Hier. So, wir versuchen alles hier in der Mitte gut zusammenzuknoten. Der Teig ist wunderschön geworden. Gute Hefe, gute Energie. So. Jetzt, wenn wir alles einigermaßen zusammengebracht haben, müssen wir dieses Loch noch zukleben. Aber es muss nicht perfekt vollständig zugeklebt werden, weil ein bisschen Luft braucht die Chapuri auch. Deswegen machen wir es so, wie es gerade relativ geht. Und dann im Endeffekt bleiben sowieso Löcher in der Mitte, die auch Luftzufuhr erleichtern. Und dann kommen keine Blasen auf. So, jetzt drücken wir es zusammen. Immer wieder Mehl, damit es nicht klebt. Und jetzt breiten wir das Chapuri aus. Ja, wenn die Blasen reinkommen, dann drücke ich die Luft raus. Mach weiter. Wir werden gleich ein fertiges rausholen und dieses in den Ofen schieben. So, das ist jetzt ungefähr die maximale Ausdehnung. Der ist ganz schön geworden. Jetzt gucken wir, wie ein gebackenes aussieht. So. Das ist ja ziemlich hübsch. Der geht auf die Stapel. Und gleich kommt ein neuer. Und zwar, das ist der wichtigste Moment, Übertragung vom Chapuri. Geklappt. Der ist sogar ein bisschen zu groß für unser Blech. Müssen wir ihn in andere Richtungen rausziehen, damit er so viel wie möglich Fläche einnimmt. So, wunderbar. Jetzt kann er auch in den Ofen. Der fertige wird eingebuttert.
So ein bisschen, damit die Kruste nicht so hart ist. Und dann der nächste, der drauf kommt, bekommt automatisch an seinen Boden ein bisschen Butter ab. Aber auch nicht zu viel, damit er nicht fettig wird.